Willkommen zurück bei Undertale. Ja, tatsächlich sind wir noch einmal zurückgekehrt in den Untergrund, nachdem wir einen ziemlich kranken Kampf hinter uns haben. Oh Mann. Ja, aber Undertale ist noch nicht vorbei. Jetzt arbeiten wir auf das wahre Pazifistenende hin. Ja, ganz recht. Es gibt noch ein wahres Pazifistenende. Und Flowey hat uns einen wertvollen Tipp gegeben beim letzten Mal. Wir sollten doch mal Dr. Alphys einen Besuch abstatten. Ja, machen wir doch, oder? Ich meine, warum sollten wir Flowey nicht vertrauen? Nur weil Flowey uns töten wollte? Weil Flowey gesagt hat, wenn wir ihn verschonen, kommt er auf jeden Fall wieder? Ach, da darf man nicht so sein. Leute, kommt, Blumi die Blume war doch nun wirklich unser allerbester Freund. Ach ja. Oh. Ring, 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 ring. Vegeta, Phone. Hey, hier ist Undyne. Halt die Klappe, Papyrus. Das war deine Idee. Schnensch, du musst etwas für mich abliefern. Bitte. Ich bin in Snowden, Edward Snowden. Vor Papyrus Haus. Bis dann, Punk. Wow, okay. Ein neuer Spezialauftrag? Na, dann werden wir das natürlich tun. Dann gehen wir natürlich erstmal zu Undyne. Ach ja. Bin ich richtig? Nee, bin ich nicht richtig. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Umwege laufe. Genau, hier ist der Aufzug. Gehen wir natürlich erstmal lieber hier lang. Left Floor 1. Left for Dead. Immer. Immer. Genau, hier sind wir richtig. Hoffe ich. Denke ich. Weiß ich. Weiß ich diesmal tatsächlich. Denn wir gehen zum Riverman. Hallo, Riverman. Yo. Riverman, Squadala, we are off. Squadala. Warum zeigst du mir nicht mal dein Gesicht? Schnänschen, Monster. Blumen. Hör mal auf mit Blumen. Wir sind doch hier nicht bei der Blumen Group. Versteh, Blue Man Group, Blumen Group. Egal. Komm mal wieder. Tralala. Ja. Trala, Squadala. Ich mein, Tralala. Wir sind in der Luft. Beziehungsweise wir waren ja eher im Wasser gerade. Aber egal, gehen wir doch mal zu Papyrus Haus. Hallo Papyrus Haus. Hallo Undyne. Hey, ich wollte dir etwas geben. Aber du trägst zu viel. Was, echt? Meine ganzen Heilgegenstände, die ich bei Asgore gebraucht habe? Ach ja, anscheinend wurde das nicht gespeichert. Oh, sieh dich das einer an. Stick. Stick. Wirklich. Kann ich das verkaufen? Wieso hab ich den Stab da einstecken? Oder haben wir irgendwo die Kiste? Bin mir gerade gar nicht sicher. Müsste hier, glaube ich, irgendwo eine Kiste. Ja, hier ist eine Kiste, genau. Dann tun wir mal den Stab da rein. Wozu brauchen wir den schon? Genau. Na, passt doch. Hooray! Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Stäbe. Da, wo wir hingehen, brauchen wir nur das, was Undyne uns gerade geben wird. Oh Gott, was wird das sein? Ja, ich habe eine Bitte. Ich möchte, dass du diesen Brief ablieferst. Zu Dr. Alphys. Hä? Warum ich das nicht selber tue? Nun ja, es ist was Persönliches. Aber wir sind Freunde, also sag ich's. Oh, was ist das denn für ein Gesichtsausdruck? Und ja, putzig. Hotland sucks. In Hotland ist es kacke. Ich möchte da nicht hin. Verstehe ich. Viel zu heiß, Herr Lustig. Wir wissen, was beim letzten Mal passiert ist. Letztes Mal mussten wir dir Wasser geben. Oh, und wenn du ihn liest, töte ich dich. Vielen Dank, du bist der Beste.
Sollen wir den Brief mal lesen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, konnte man mit dem Brief Schabernack anstellen? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Also wegwerfen konnten wir ihn, glaube ich, nicht, so ohne weiteres. Das wäre ja auch noch schöner. Trotzdem speichere ich lieber mal. Wir können ja mal versuchen. So, Item, Undines Letter. Wenn wir jetzt mal versuchen, den wegzuwerfen. Hey, wirf ihn nicht weg, lief ihn nur aus. Okay. Na gut, na gut. Ich bin ja nicht so. Oh. Die Tür hat keinen Briefkastenschlitz. Oder keinen Briefschlitz. Möchtest du ihn unten drunter durchschieben? Natürlich. Oh nein. Ist das noch ein Brief? Ich möchte ihn nicht öffnen. Kann ich ihn nicht einfach zurückschieben? Nein, ich kann das nicht immer machen. Ich werde diesen lesen. Der ist aber ziemlich fest verschlossen, nicht wahr? Warte mal eine Sekunde. Holy smokes. Hallo Lisa, Alphys. Hey, wenn das ein Witz sein soll, ist er... Oh mein Gott. Hast du diesen Brief geschrieben? Er war nicht unterschrieben, also habe ich keine Ahnung, wer es getan haben könnte. Oh mein Gott, oh nein. Oh, das ist toll. Und ich hatte keine Ahnung, dass du so schreiben könntest. Es ist überraschend. Nach all den Sachen, die ich getan habe. Eigentlich verdiene ich keine Gnade. Oder dass du mir vergibst. Noch weniger das? Und so leidenschaftlich. Weißt du was? Okay, ich tu's. Das ist das letzte, Entschuldigung. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Okay, lass uns auf ein Date gehen. Oh shit. Oh shit. That escalated quickly. Sorry. Ich zieh mich immer noch an. Lass dir Zeit. Wow, hübsch. Donnerwetter. Meine Freundin hat mir geholfen, dieses Dress auszusuchen. Sie hat einen großartigen Sinn für... egal, lass uns das einfach durchziehen. Okay, hey, warte. Wir können das Date immer noch nicht starten. Dating, stop. Ich muss dir erst Items geben, um... Okay. Damit das erhöht die Chance, dass das Date ein voller Erfolg wird. Nicht wahr? Also, keine Sorge, ich bin vorbereitet. Ich gebe dir Geschenke... Okay. Die quasi zu diesem Date hier, die für so ein Date hier passend sind, sozusagen. Also erstes habe ich... Metallrüstungspolitur. Vielleicht kannst du das nicht benutzen. Aber... Ich habe auch, wassersichere Creme für deine... Scales, was war Scales nochmal? Für die Schuppen? Keine Ahnung. Schuppen. Wie wär's mit dieses magische Speer-Reparatur-Kit, das ich... Zu wem könnte das wohl passen, Leute? Hey, lass uns die Items vergessen, okay? Lass uns einfach das Date starten. Ja, lass uns daten. Magst du Anime?
Ja? Hey, ich auch. Hey, lass uns irgendwo hingehen. Aber wo wäre ein guter Ort, um auf ein Date zu gehen? Oh, das ist richtig der Dating-Simulator hier. Ich hab's. So, lass uns zur Müllhalde gehen. Warum? Da sind wir. Hier kommen Andein und ich immer hin. Hier finden wir immer großartige Sachen. Hey, sie ist wirklich... Oh nein. Da drüben ist sie. Ich kann doch nicht zulassen, dass sie mich auf einem Date mit ihr sieht. Warum? Na weil, Oh nein, da kommt sie. Wow, hey, du hast sie aber auch ganz schön rausgeputzt. Hey, da bist du. Ja. Ich hab realisiert, wenn du das Ding ablieferst, könnte das eine schlechte Idee sein. Also tue ich das. Gib ihn mir. Hä? Du hast ihn nicht? Ja. Hast du sie wenigstens gesehen? Ja? Wirklich? Also ist sie irgendwo hier in der Nähe. Danke. Ich schaue mich weiter um. Oh mein Gott. Nun, ich schätze, es ist offensichtlich, oder? Ich mag sie wirklich. Ich meine... mehr als ich andere Leute mag. Tut mir leid. Ich habe nur herausgefunden, dass es Spaß machen würde, auf ein kleines, süßes Scheindate mit dir zu gehen, damit du dich besser fühlst. Oh Gott, das hört sich noch schlimmer an, als ich gedacht habe. Tut mir leid, ich hab's schon wieder versaut. Andein ist die Person, mit der ich wirklich auf ein Date gehen möchte. Deutsch ist doch gar keine so schwere Sprache, Weehawk. So. Aber ich meine, sie spielt doch gar nicht in meiner Liga. Nicht, dass du nicht cool wärst, aber Andein, sie ist so selbstsicher und stark und witzig. Und ich bin ein Niemand. Ach, jetzt hör doch auf, sowas zu sagen. Ich bin die königliche Wissenschaftlerin, aber alles, was ich je getan habe, ist Leute verletzen. Ich habe ihr so viele Lügen erzählt. Sie denkt, dass ich viel cooler bin, als ich eigentlich bin. Und wenn sie mir zu nahe kommt, wird sie die Wahrheit über mich herausfinden. Was soll ich tun? Na komm, erzähle die Wahrheit. Die Wahrheit? Aber wenn ich ihr die Wahrheit erzähle, wird sie mich hassen. Ist das nicht besser so? Eine Lüge zu leben, in der beide Leute glücklich sind? Sie sagen, sei du selbst. Aber ich mag nicht, wer ich bin. Ich möchte lieber das sein, was Leute aus mir machen. Nein, du hast recht. Jeden Tag habe ich Angst. Angst, dass die Leute die Wahrheit von selbst rausfinden. Dass sie alle wegen mir verletzt werden. Aber wie kann ich Andein die Wahrheit erzählen? Ich habe doch gar nicht die Selbstsicherheit. Ich werde es nur versauen. Wie kann ich üben? Na, lass uns... Ja, let's roleplay it. Obviously, let's roleplay. Ja, quasi... haben wir keine Wahl. Rollenspiel? Aber... ja, das hört sich witzig an. Okay, wer von uns ist Andein? Na, ich bin Andein, oder? Kaum. Oh, ja, natürlich. Offensichtlich. Hallo Andein, wie geht's dir heute? Du bist süß. Danke.
Du sagst das oft zu mir und ich weiß nie, was ich sagen soll. Aber ich weiß, du meinst es nur platonisch, weil wir Freunde sind. Also, ich möchte über etwas reden. Then she kisses you. Was? Andein würde niemals... Ui. Ich küsse sie sanft zurück. Ich schaue tief in ihre Augen. Das ist so großartig. I start hollering. Andein, ich liebe dich. Küss mich nochmal, Andein. Was hast du gerade gesagt? Andein, ich hab nur... Hey. What? Warte eine Sekunde. Dein Outfit ist ziemlich süß. Was ist der Anlass? Warte mal. Seid ihr zwei auf einem Date? Ja. Ich meine, nein. Ich meine, wir waren, aber... Ich meine... Aber wir haben nur ein romantisches Rollenspiel gespielt und... Ja. Als du. Was? Ich meine, Andein, ich habe dich angelogen. Was? Worüber hast du gelogen? Über alles. Alphys. Ich wollte dich nur beeindrucken. Ich wollte, dass du denkst, dass ich clever bin und total cool. Dass ich nicht irgendein nerdiger Versager bin. Alphys. Andein, ich finde wirklich, dass du sehr nett bist. Alphys. Oh. Alphys, ich finde dich auch ziemlich nett, muss ich sagen. Aber du musst verstehen, das meiste von dem, was du sagtest, interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, ob du Kindercartoons schaust oder Geschichtsbücher liest. Für mich ist all dieser Kram nerdiger Blödsinn. Was ich wirklich an dir mag, ist deine Leidenschaft. Und du bist analytisch. Es ist egal, worum es geht. Du machst dir darum Gedanken. 100%. Auf maximaler Kraft. Also musst du mich nicht anlügen. Ich möchte nicht, dass du mich weiter anlügen musst. Alphys. Ich möchte, dass du glücklich wirst mit der Person, die du bist. Und ich weiß genau das Training, was du absolvieren musst, um das zu tun. Andein, du... Du wirst mich trainieren? Oh Gott, wie putzig. Ich? Oh nein. Oh nein. Nein, Papyrus wird das übernehmen. Get those bones shaking. Schüttel die Knochen, ja. Zunächst einmal joggen wir 100 Runden. Und rufen dabei, wie großartig wir sind. Also dann, ich starte den Timer. Bereit? Andein, ich tue mein Bestes. Oh mein Gott. Sie hat nur Witze gemacht, oder? Diese Cartoons, diese Comics, die sind immer noch echt, oder?
Anime ist echt, oder? Ja, aber natürlich. Ha, ich wusste es. Gigantische Schwerter, magische Prinzessinnen, hier komme ich. Danke, dass du auf Alphys aufgepasst hast. Ich bin nicht wirklich dazu gekommen, das zu sagen, was ich wollte, aber... Ja, aber es sieht so aus, als würden die Dinge besser für sie werden. Nun. Ja, ich werde den beiden mal hinterherrennen. Bis später. Wow. Nette Müllhalde. Hier waren wir doch schon mal. Hier erinnern wir uns dran. Ein paar Marken, die wir erkennen. Ja, hier waren wir schon mal. Und hier werden wir an dieser Stelle auch mal speichern. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir dann auch erst einmal Schluss. Haben wir die beiden ein für alle Mal zusammengeführt? Sind wir ein echter Date-Doktor? Tja, wer weiß das schon so genau. Eins ist jedenfalls klar, wir arbeiten weiter auf das wahre Pazifistenende hin. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.